Ich bin immer noch kaputt vom letzten Part. Dieser kleine Tier, mich ist, hat mich geschlagen. Einschleimen. Tanuki hat die Idee. Psst, leise. Temeses, ich tue es nie wieder. Tut mir leid. Okay, Tanuki. Ja, danke. Spooky. Autsch. Ich bin runtergefallen. War aber nicht deine Schuld. Okay. Gut so. Tanuki. Jetzt lass weitermachen mit Super Mario 3D Land. In einem neuen Part. Das Zelda TLOZ Level. Mit ehrenlosen Secrets. Und das erste Secret haben wir gleich schon relativ am Anfang, Leute. Dieses Level fand ich damals als Kind so ehrenlos, weil hier ist einfach eine Starcoin und ich bin da einfach nach mindestens 20 Minuten, nachdem ich da durchgerannt bin, habe ich es einfach nicht gefunden. Und dann habe ich überlegt, ob ich abbreche und dann habe ich die Starcoin nie gefunden, bis ich dann irgendwann mal wieder, als ich, keine Ahnung, ein, zwei Jahre älter war, so 8, 9 bis 10, habe ich dann gedacht, ich kann es ja mal, fick dich, wieder ausprobieren. Und dann habe ich das Secret gefunden. Ich habe nicht hingeguckt, Mann. Okay, das war Kacke. Oh mein Gott, Digga, ich hab aus Versehen R gedrückt und somit habe ich eine Stampfattacke gemacht. Oh mein Gott. So. War doch gar nicht so schwer, wenn man weiß, wo das Secret ist. Bruder, das sieht so krass aus, Digga. Ich glaube, dass wir nach dem Level den Part beenden müssen. Beziehungsweise ich könnte vielleicht noch ein paar Goldflaggen holen. Mit Ansage, Alter. Wenn man nicht mal groß reinstartet, dann ist
die Wahrscheinlichkeit, dass man scheitert, sehr hoch. Und was will ich mit einem Pilz? Ich hab ja ein paar Leben. Es gab hier auch so ehrenlose Starcoins. Nein! Esellutscher. Oh mein Gott, was war das denn? Bruder. Ja! Deine hässliche Mutter ist hässlich. Piep. Okay, ich probiere es nochmal. Ohne weißen Tanuki. Das wäre sogar krass für einen Speedrun. Irgendwie will ich den weißen Schnuckbub nicht verwenden. Ich hasse dich. Nein! Warte. Es gab einen Checkpoint. Und alle drei Starcoins sind hinterm Checkpoint. Damit habe ich ja mal gar nicht gerechnet. Sus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Was mache ich, ich hässlicher Hund? So, Leute. Nächster Versuch. Oh mein Gott.
10 Minuten circa. Dann gehe ich jetzt noch Goldflaggen farmen. Versuch Nummer 1. Erstmal hole ich mir einen Tanuki ab. Ich hab welche, los geht's. Versuch Nummer 2. Let's go. Goldene Flagge-Symbol ist da. Als nächstes kommt das dann. Und easy. Und hier der Beweis. Goldene Flagge, goldene Flagge, goldene Flagge, goldene Flagge, goldene Flagge. Weiter ins Welt 2. Goldene Flagge, goldene Flagge, goldene Flagge, goldene Flagge, goldene Flagge. Okay. Welt 3, goldene Flagge, goldene Flagge, goldene Flagge, goldene Flagge. Keine goldene Flagge, dann da rein. So. Knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Ich wollte gerade schon einfach so ins Ziel springen ohne goldene Flagge. Aber yes. Damit goldene Flagge, goldene Flagge, goldene Flagge, goldene Flagge, goldene Flagge, goldene Flagge. Und in Welt 4 goldene Flagge, keine goldene Flagge, keine goldene Flagge, goldene Flagge, goldene Flagge. Also hier und hier. Fange ich hiermit an. So, Tanuki her damit. Geil. Und damit haben wir auch das und das für das letzte Teil im Part. Okay, Leute. Auf. Was? Bra. Neuer Versuch. Ich habe jetzt sogar 2 Schnuckbooks tot. Ich lasse das sogar schon ab hier laufen. Ja, Bruder. Kack drauf, Digga. Ja, mit dem Tanuki. Nein, oder? Das ist jetzt nicht wirklich passiert. Und wieder den Kack. So langsam wird das Level bei mir von Zeit zu Zeit unbeliebter. Ich hole nochmal 2 Tanukis. Das hier wollte ich euch eh noch zeigen. Dass man auch von hier aus da hochkommt. Man braucht nur halt etwas mehr Skill. Und ich wollte mit euch noch hier oben den Bereich hier erkunden. Weil ihr, wie ihr seht, ich habe 2 Tanukis. Bra, Alter. Ja gut, ich kann mir immer noch einen nachholen. Weil ich den Ort weiß. Ja, passt. Und ab nach oben mit dem Eckwandsprungtrick.
den ich in einem der letzten Videos angesprochen habe. Also, rein da wieder. Schalte euch jetzt nochmal dazu. Damit ihr seht, wenn ich faile, ob ich faile und wie ich faile. Yes! Endlich! Und damit haben wir auch hier die goldene Flagge überall. Und in Welt 5 goldene Flagge, goldene Flagge, goldene Flagge. Und hier machen wir im nächsten Part weiter. Ich mach. Vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal verkloppen wir Montys. Also Sissi Buki. RIP.